ich möchte dieses Wissen weitergeben und es sollen so möglichst wie viele Leute irgendwie diese künstlerische Tätigkeit beherrschen können. Ich glaube, als Tutorin ist man dann mehr oder weniger immer Teil von diesem Ort. Und das ist ein sehr gut ausgestattetes Fotolabor, was auch zeigt, dass es auf jeden Fall zu einer Zeit entstanden ist, wo Fotolabore noch normal waren. Und dann gibt es eben drei Räume, in die du gehen kannst. Einmal halt eben zum Fotos entwickeln, halt positiv ins Negativ, dann wieder negativ ins Positiv. Und genau, das heißt einmal eben die Filmrolle entwickeln und dann eben das Bild. Ja, es ist eigentlich ganz entspannt. Man ist da jetzt nicht viel unter Kontrolle, sondern kann eben da sehr viel auch experimentieren, schauen, was es so für Effekte gibt, gerade bei der Fotoentwicklung mit Über-Unterbelichtung oder eben verschiedene Effekte wie Solarisation oder man malt auf die Bilder eben was drauf und so weiter. Also ich glaube, da haben wirklich Studierende auch sehr viel Spaß dran, sich wirklich auszutoben und zu gucken, was eben passiert, was irgendwie Licht bewirkt oder auch eben diese Chemikalien, die man eben benutzt, inwieweit man die benutzen kann, um auch ein Bild zu verfremden und damit dann auch sozusagen künstlerisch tätig ist. So ist wirklich dann für mich auch ein sehr ruhiger Ort, gerade wenn halt man nicht als Kurs da ist, sondern alleine irgendwie reingehen kann. Es ist wirklich so ein, man hat einen abgeschlossenen Raum mehr oder weniger und ist dann da für sich und total auch im Schaffen, eben im Schaffensprozess und kann dann auch total abschalten. Ich verbinde mit dem Ort auf jeden Fall Gerüche, glaube ich auch, von diesen Chemikalien. Ich verbinde damit aber auch gute Zeit mit guten Leuten, nette Gespräche, positive und negative Überraschungen. Ich glaube, es ist immer enttäuschend, wenn was nicht klappt, aber es ist auch eben super cool, wenn irgendwie ein Effekt entstanden ist, den man einfach nicht hervorrufen wollte eigentlich. Ich glaube, das ist mit der schönste Moment auch, wenn irgendwie was entsteht, was man nicht geplant hat. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie spannend es war, halt das zu sehen, wie sowas funktioniert und irgendwie auch zu merken, okay, irgendwann, also es ist gar nicht so schwer, aber es ist halt ein Prozess, den man irgendwie mitgestaltet und bei dem man dann dabei ist und auch irgendwie Teil von ist. Mir würde Zeit alleine fehlen, mir würde Zeit in der Uni fehlen. Ich denke auch gerade so praktische Kurse lassen einen sehr viel in der Uni auch Zeit verbringen und somit auch sich mehr mit der Uni identifizieren. Man kann eben dann irgendwie auch, also ja, wenn man da irgendwie mal einen Tag lang ist und dann irgendwie merkt, wie so der Ablauf ist und wie auch andere Leute dann noch den ganzen Tag da sind und man kommt ins Gespräch oder man schafft halt auch wirklich was in der Uni, jenseits von irgendwie Wissen produzieren, was ja aber auch eine Art von Wissen ist. Aber eben vor allem Praxis. Und ich glaube, das ist, lässt einen einfach dann anders mit der Uni identifizieren. Und ich glaube, man kommt dann einfach in eine andere, in eine aktivere Rolle, glaube ich, bin ich durch dieses Fotolabor gekommen. Und das würde ich, glaube ich, sehr vermissen, wenn es das nicht gäbe. Und irgendwie auch diese Produktivität und dieser Austausch einfach mit Leuten über Kunst und mit Kunst und ja, das ist schon sehr schön und hat was sehr Verbindendes und vielleicht auch was Politisches sogar, weil man eben ins Tun kommt. Hat mal eine da, die hat in Holland Rad und wollte schön diesen klassischen Gepäckträger, der vorne ist, und hat den dann irgendwie sich dahingeschraubt, oder Leute, die irgendwelche Verzierungen dran machen oder das sonst irgendwie so ein bisschen schön machen oder dann mal eine Bremse abmontieren, damit es irgendwie noch stromlinienförmiger aussieht.
Es ist eine Selbsthilfewerkstatt zur Fahrradreparatur. Und das funktioniert so, dass wir halt hier ein Team sind, die halt die Räumlichkeiten und das Werkzeug zur Verfügung stellen und dann Leute vorbeikommen können, die Probleme mit ihrem Rad haben und die können das dann selbstständig reparieren. Wir geben halt Hilfestellung, das heißt, wir finden zusammen den Fehler mit denen, wenn das nicht ganz klar ist, und dann zeigen wir denen, wie das repariert werden kann. Der Anspruch ist halt schon dann so ein bisschen, dass das möglichst selber gemacht werden kann, dass das auch irgendwie gelernt wird, dass das auch irgendwie so ein bisschen selbstermächtigend ist, dass man merkt, dass man einfach auch einen Schlauch flicken kann zum Beispiel. Und das ist auch ein offener Ort. Es gibt auch viele Leute, die ganz regelmäßig kommen, die auch, glaube ich, gar keine Studenten sind, aber es ist einfach so ein Platz, anders als irgendwie jetzt ein Café oder irgendwas, wo man dann bezahlen muss. Also hier kann einfach jeder herkommen und das tun die Leute auch. Ja, also es kam mal jemand vorbei, so ein älterer Herr mit Brille und langen Haaren, der dann auch meinte, er hätte hier vor 10 Jahren oder so das in die Wege geleitet. Ja, ich glaube 10 Jahre oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, also es gibt ja viele andere Unis, wo sich irgendwelche Asten oder so dafür einsetzen, dass es eben eine Fahrradwerkstatt gibt, weil das neben Sachen wie BAföG, Sozialberatung einfach Sachen sind, die im Prinzip nicht viel Geld kosten und die für Studis extrem wichtig sind. So, weil gerade in einer Fahrradstadt wie Bremen hat irgendwie jeder ein Fahrrad und die Uni ist weit außerhalb und klar hat man das Studieticket, aber es ist, glaube ich, schon einfach mega wichtig, dass man ein Rad in Bremen hat und dass das auch irgendwie fahrbar und verkehrssicher ist. Dieses Gefühl, dass man hier, dass wir hier als Team relativ autonom uns organisieren können, das ist irgendwie, hat einen ganz großen Wert. Also wir haben jetzt keinen, wir sind natürlich angestellt und haben quasi den Asta als Chef oder Arbeitgeber, aber wir können trotzdem sehr frei entscheiden, wie wir unsere Sachen hier regeln, und das hat man wirklich nicht so oft, denke ich, als Arbeitsplatz. Also ich würde sagen, Kreativität im Sinne der Improvisation, das auf jeden Fall. Weil viele Leute doch mit geringem Budget irgendwie versuchen, das Fahrrad wieder gangbar zu kriegen, und da muss man sich schon manchmal was einfallen lassen. Und wir haben auch angefangen, teilweise so ein bisschen Reparaturprojekte anderer Art zu machen, also was so jetzt irgendwelche Elektrogeräte angeht, und das ist jetzt gerade auch noch so ein bisschen im Entstehen, ob wir dann so Repair-Café auch noch anbieten können. Es gab auch immer wieder Ideen, das auszuweiten, dass man vielleicht andere Räumlichkeiten kriegt, wo man auch mehr gespendete Fahrräder unterbringen kann, weil es auch, also dieses Umfeld um die Werkstatt ist halt deutlich größer, als man so denkt. Hier bringen Leute gespendete Teile hin, so, die können dann kostenlos weitergegeben werden. Und wenn man da einen größeren Raum hätte, könnte man da natürlich viel mehr Teile auch lagern. Ja, vielleicht, dass wir dass wir natürlich auch nicht die Einzigen sind. Ne? Es gibt ja noch die Klimawerkstatt, die auch Reparaturen machen für andere Sachen, und dann die Freischrauber. Und da gibt es jetzt keine direkte Verbindung zu denen von uns, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass es da, dass es irgendwie auch so ein bisschen so eine Bewegung langsam wird vielleicht, ne? Dieses Reparieren statt Wegwerfen. Besonders war irgendwie für mich, dass ich irgendwie auf dem Klavier auch meine ersten Akkorde gelernt habe, weil irgendwie Tom mir ein paar gezeigt hat, und ohne das Klavier hätte ich es vielleicht gar nicht gelernt. Das ist sehr schön. Tatsächlich wissen wir selber nicht genau, wie der entstanden ist, weil das Klavier und auch der Asta an sich gibt es natürlich auch schon länger als unsere Zeit. Also der Raum steht, die Architektur ist immer noch aus den 70ern, wie viel andere hier Beton aus der Uni. Der Raum hat auch die Erstellung der Glashalle, die hinter uns ist, überlebt. Und meine beste Theorie fürs Klavier ist, dass sie in den frühen 2000ern von der Sparkasse gespendet wurde, was die Chorleiterin Susanne Gläs organisiert hat. Das Klavier kann man ab
14 oder 16 Uhr, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, nutzen. Und zwar ist der für alle Studierenden zugänglich. Man kann sich entweder Slots buchen, indem man das Büro fragt oder eine Mail schreibt, dass man da und da gerne ans Klavier gehen würde und sich das reservieren lässt. Oder man geht einfach mal hin und schaut, ob es gerade frei ist. Genau, dieser Ort wird auch als Konferenzraum genutzt für hochschulpolitische Gruppen. Genau, wir haben unendlich viele Sitzungen in diesem Raum abgehalten, sei es Koalitionsverhandlungen für den AStA, irgendwelche Pläne mit Gruppen aus der Stadt, Deutschkurse, Gebärdensprachkurse und natürlich endlos Jam-Sessions. Ich habe meine Gitarre zum Beispiel mal mitgebracht und dann spielt man Klavier und Gitarre zusammen, macht die Musik. Und man hört auch immer, wenn man in anderen Büros arbeitet, andere Leute, die hier Musik machen, wenn nicht gerade Corona ist. Zum Beispiel, wenn man spät abends noch im Büro sitzt, was mir immer wieder passiert ist, hört man einen regelmäßigen Opernsänger hier mit Klavier spielen oder Leute, die einfach super talentiert sind. Also fehlen würde auf jeden Fall die freie Zugänglichkeit dieses Klavieres. Also normalerweise kommt man dann so richtige Klaviere, auch irgendwie ein gutes Klavier kommt man nicht so gut ran. Keine Ahnung, an Keyboards kannst du bestimmt schneller rankommen, aber wenn du jetzt irgendwie im Studio bist, kein Klavier hast und auch nicht irgendwie das Geld und die Optionen, ist man erstmal ein bisschen, fragt sich, wo kommt man dann so ein Klavier ran? Und das finde ich halt richtig schön, dass es hier im AStA einfach einen gibt. Man kann rein in den Raum, man kann das Klavier nutzen. Das würde mir auf jeden Fall fehlen. Und auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten in den Studis fehlt das auch. Also wir kriegen immer noch Anfragen rein, wann ist das Klavier wieder offen, wann ist es wieder nutzbar. Ich habe auch so manche Jam-Session hier gemacht und ich glaube, ich hätte nie so Klavierspielen gelernt, wenn es den Raum hier nicht gäbe. Wir freuen uns endlich drauf, nachdem die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle ist, wieder Studis hier im Klavierraum willkommen zu heißen. Genau, also so wie der gesamte Campus sich belebt, werden wir dann auch hier hoffentlich wieder ganz viele Studis haben, viele Jam-Sessions und endlich auch wieder schöne Sitzungen hier live haben. Das wäre schon ziemlich cool.